Auf dass du lange lebst und von einer Kugel getroffen stirbst. So lautet ein Wunsch für neugeborene Kinder in Albanien. Für Albaner aus dem Norden ist Tod durch Krankheit oder Alter etwas Schändliches. Dieses stolze Bergvolk verbringt sein Leben damit, Ehrenkapital für den Nachruhm anzuhäufen. Ein Mann ohne Ehre ist so gut wie tot. Die einmal verlorene Ehre kann nur durch Blutrache oder in einer durch Schlichtung erreichten offiziellen Versöhnung wiedererlangt werden. Der Kanon bedeutet den Albanern sogar mehr als die Bibel. Der Kanon ist eine Gesetzessammlung, die von der Landwirtschaft bis zur Stellung der Frau alles regelt. Er gibt vor, wie Vieh gezüchtet wird und wie Männer sich kleiden sollen, immer mit einer Pistole bewaffnet. All'abbigliamento dell'uomo, che deve avere sempre il fucile. E infine tocca anche il discorso dell'onore della donna. Er heißt auch Kanon des Lek Dukajin. Nicht weit von hier, nicht weit von Ibale, so behaupten die Einheimischen, soll Lek Dukajin dieses Gesetzbuch geschrieben haben. Lek Dukajin war Skanderbegs Sekretär, ein Nationalheld, der hier in Albanien gelebt und gegen die Türken gekämpft hat. Das war vor rund 500 Jahren. Der Kanon entstand in den Zeiten des Krieges und der Verfolgung durch die Türken. Für Christen gab es kein Gericht. Weder Regierung noch Staat sprachen für sie Recht. Der Kanon war eine Art Widerstand gegen die türkische Invasion und das ottomanische Gesetz. Denn Albaner hielten sich immer an ihre eigenen Gesetze und Regeln. Wenn man sich den Kanon jedoch genauer ansieht, stellt man fest, dass vieles davon, vielleicht sogar 30%, aus dem Koran stammt und nicht aus der Bibel. Man bezweifelt, ob er tatsächlich von einem Feind der Türken, von einem Feind des Islam geschrieben wurde. Am stärksten manifestiert sich der Kanon in der Blutrache, die als Ehrenpflicht gesehen wird. In Albanien ist die Blutrache obligatorisch. Wenn eine Familie die Blutrache nicht ausübt, verliert sie ihre gesamte Würde und Selbstachtung. Nirgends steht, dass sie vorgeschrieben ist. Aber wenn du nicht in einer bestimmten Zeit Rache nimmst, verliert deine Familie ihre Ehre, alle ihre Rechte und Privilegien, die sie innerhalb ihrer Sippe innehat. Rache ist eine moralische Verpflichtung. Der Mord an einem Familienmitglied, ja selbst schon die Kränkung einer Familie oder eines Gastes, kann ausreichen, dass den Gekränkten keine andere Wahl bleibt als die Todesstrafe. Die Anwendung dieser Strafe zieht aber wiederum eine Kettenreaktion von Rache nach sich, die sich über viele Generationen fortsetzen kann.
Nach dem Zusammenbruch des Regimes haben der Kanun und die Blutrache wieder stark an Bedeutung zugenommen. Als das Regime zunächst an die Macht kam, wurden alle Handlungen, die auf dem Kanun basierten, sofort verboten. Dadurch hatten die Familien einen Vorwand, ihre Rachepläne zu vergessen. Als jedoch das Regime zusammenbrach, flammten alte Fäden wieder auf. Da keine Regierung oder Staatsgewalt in der Lage ist, für Ordnung zu sorgen, bedient sich das Volk wieder der Blutrache. Der Kanun ist Albaniens ungeschriebenes Gesetz, ein Gewohnheitsrecht. Albanien hat offizielle bürgerliche Gesetze, aber nur wenige Albaner beachten sie oder halten sich tatsächlich daran. Es gilt sogar als unehrenhaft, vor einem öffentlichen Gericht zu stehen. Warum ist das so? Die Albaner, zumindest die Bewohner der nördlichen Bergregion, glauben, dass der Kanun schon alle Gesetze enthält, die sie benötigen, um Konflikte und Probleme zu lösen. Według tutaj przynajmniej Albańczyków, którzy mieszkają w górach na północy Albanii, w tej książce są wszystkie prawa, które pomagają im rozwiązywać konflikty i wszystkie jakieś problemy ich życiowe. Na terenie Bałkanów łatwo się. Man kommt hier sehr leicht an Waffen. Ein Mann ohne Waffe ist kein Mann mehr. Gibt es Streit mit dem Nachbarn, wird die Pistole gezogen. Ein Fall von Blutrache wurde besonders bekannt. 1997 erschoss ein Abgeordneter einen anderen Parlamentarier auf den Stufen des Parlamentsgebäudes. Als er gefragt wurde, warum er das getan hatte, antwortete er: Er hat meine Ehre so sehr verletzt, dass nur Blut diese Schande tilgen konnte. Wie hätte ich meinen Wählern sonst in die Augen sehen können? Ja, Rache wird weiterhin ausgeübt. Es ist keine Freude, Familien zu sehen, die sich sofort nach einem Vorfall auf den Kanun berufen. Im Namen des Kanun schuldest du mir dies oder das. Wir müssen an deinem Blut Rache nehmen. Gott sei Dank überlebte der Parlamentarier. Er hat dem Täter vergeben. Sobald Vergebung geübt wird, ist der Fall erledigt. Es gibt kein Opfer mehr. Die Taten lassen sich aber nicht einfach wegwischen. Für die örtliche Polizei und die Justiz ist es oft schwierig, Verbrecher vor Gericht zu bringen. In vielen Fällen können selbst die schlimmsten Verbrechen nicht geahndet werden, weil es kein Opfer gibt. Zudem werden Vergehen häufig nicht offiziell geahndet. Was uns hier vorliegt, ist leider eine Vermischung der traditionellen mit den staatlich geltenden Gesetzen. Wir müssen den Kanon verstehen lernen. Wenn wir ihn nicht richtig verstehen, könnten wir denken, er sei gefährlich oder wir verdrehen seinen Sinn. Was heute geschieht, Blutrache, Mord und moralischer Verfall, hat nichts mit dem Kanon zu tun, sondern alle Werte werden heute mit den Füßen getreten. Weder der Kanon noch andere Gesetze werden geachtet. Die Gesetze des Kanon wurden streng beobachtet und befolgt. Rache war nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt. Es scheint, dass Blutrache heute angewandt wird, auch wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Wenn Blut vergossen wird, fragt man nicht, warum jemand umgebracht wurde, sondern Blutvergießen verlangt Blutrache. Genau aus diesem Grund können die Gesetze des Kanon in Albanien nicht mehr angewandt werden.
Der negative Einfluss des Kanun auf das Leben der Albaner kommt von der falschen Vorstellung der Menschen darüber. Sie wissen gar nicht mehr richtig, was er ist. Die Mentalität der Menschen ändert sich leider zum Negativen hin. Wenn jemand also Rache üben möchte, bedient er sich des Kanun zur Rechtfertigung. Außerdem kann man finanziell davon profitieren. Wenn die Gesetze des Kanun so angewendet würden, wie sie gemeint waren, und ein Schlichter zur Versöhnung eingesetzt würde, würde das, was gegenwärtig passiert, nicht vorkommen. Probleme könnten viel leichter gelöst werden. Es scheint widersprüchlich, dass der Kanon gerade in einer Gegend entstand und da am weitesten verbreitet ist, wo viele Katholiken leben. Ein katholischer Priester hat jedoch die Möglichkeit, Versöhnung zwischen Familien herbeizuführen. Mit einigen Initiativen wurde versucht, auf solche Elemente des Kanon zurückzugreifen, die zur Versöhnung zwischen Familien beitragen. Der Erzbischof von Shkodër, seine Exzellenz Angelo Massafra, hat uns einen Brief geschickt, in dem er Lösungen vorschlägt, wie das Gesetz der Blutrache, wenn es schon nicht ganz abgeschafft, so doch außer Kraft gesetzt werden kann. Es sollen Wege zur Versöhnung gesucht werden, um Streitigkeiten zwischen Familien unblutig beizulegen. In den 90er Jahren habe ich in Albanien viele Bischöfe getroffen, die einen Teil ihrer Zeit damit verbrachten, die Familien zu besuchen und zur Versöhnung zwischen ihnen beizutragen. Es war Brauch, an die Haustür der versöhnten Familien ein großes Kreuz zu malen, um allen klar und deutlich zu zeigen, dass Versöhnung stattgefunden hat. Diese Arbeit der Bischöfe ist sehr wichtig. Die Zahl der Familien, die von Racheakten betroffen sind, steigt zwar, möglicherweise schneller als die Zahl der versöhnten Familien, aber abgesehen davon hat eine solche Arbeit belehrenden Wert. Leider ist dies bis jetzt noch nicht die Norm. Wer Einheit bzw. Versöhnung anstrebt, wird nicht immer als besser als die anderen angesehen, sondern gilt manchmal sogar als Feigling. An diesem Punkt des Problems wird man ansetzen müssen. Im letzten Jahr kamen zwei albanische Politiker nach Paris und nahmen an der Versammlung des französischen Senats teil. Und ihnen wurde im Grunde genau dasselbe gesagt. Entweder der Kanon oder Europa. Es wurden aber nur wenige konkrete Vorschläge gemacht, um andere Probleme Albaniens zu lösen. Wichtig ist, was die Kirche sagt und was der Papst den Bischöfen gesagt hat. Nämlich, dass die Lösung von den Albanern selbst kommen muss und dass die Aspekte der Ehre und des Ehrenworts, die im Kanon enthalten sind, nicht wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden, sondern dass Albanien neu evangelisiert werden muss. Die Stellung der Frau im Kanon ist auch ein wichtiger Punkt. Bei einem Schusswechsel von zwei streitenden Parteien wurde eine Frau getötet. Die Frau war schwanger. Erst nachdem man festgestellt hatte, dass es ein Junge war, setzten sich die Ältesten zusammen, um den Schuldigen zu suchen. Der Kanon behandelt Frauen wie einen Bestandteil des Hauses. Wenn ein Mann, der Rache üben will, eine Frau anstelle eines Mannes umbringt, ist er für den Rest seines Lebens entehrt. Denn das Blut einer Frau ist nichts wert. Der Kanon sieht die Frau als allein für die Hausarbeit zuständig an, sowie für das Gebären und Ernähren der Kinder. Weiter nichts. Der Mann hat die Aufgabe, für die Familie zu sorgen und seiner Frau zu sagen, was sie tun soll. Die Frau hat den Befehlen des Mannes zu gehorchen. Früher wurde der Frau zur Hochzeit eine Kugel geschenkt, mit der ihr Mann sie umbringen durfte, wenn sie ihm untreu würde. Dieser Brauch ist heute nicht mehr aktuell.
In abgelegenen Bergregionen jedoch, weit ab von jeder Zivilisation, wird diese Regel noch angewendet, wenn auch in abgewandelter Form. Die Pflichten einer Frau gegenüber ihrem Ehemann. Eine Frau ist verpflichtet, erstens, die Ehre ihres Mannes zu verteidigen, zweitens, ihm uneingeschränkt zu dienen, drittens, sich ihm unterzuordnen, viertens, den ehelichen Verpflichtungen gegenüber ihrem Mann nachzukommen, fünftens, die Kinder in Übereinstimmung mit dem Kanon zu erziehen, sechstens, Kleidung und Schuhwerk in Ordnung zu halten, siebtens, sich in Angelegenheiten der Verheiratung ihrer Söhne und Töchter nicht einzumischen. Die Pflichten des Mannes gegenüber seiner Ehefrau. Ein Ehemann ist verpflichtet, erstens, seine Frau mit Kleidung, Schuhwerk und allem anderen Lebensnotwendigen zu versorgen. Zweitens, die Ehre seiner Frau zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass sie keinen Grund hat, sich zu beklagen. Ein Mann beschützt eine Frau, wenn andere Familien ihre Ehre bedrohen. Es ist einem Mann beispielsweise erlaubt, seine Frau zu schlagen, wenn er meint, dass sie ihre Pflicht nicht getan hat. Das ist erlaubt, weil der Ehemann der Herr des Hauses ist. Das Ergebnis ist, dass Frauen ihren Männern unterworfen sind und die Männer über ihr Schicksal innerhalb der Familie entscheiden. Daher gelten heute im Namen des Kanon noch soziale Sitten, die von europäischen Normen sehr weit abweichen. Mädchen werden zu Hause gehalten, quasi hinter Schloss und Riegel. Vielleicht nicht ganz so in Ibale, denn die Menschen hier sind etwas weltoffener. Aber auf dem Land, in den abgelegenen Dörfern, hoch in den Bergen, wo es keine Straßen gibt, dürfen Mädchen praktisch keinen Schritt aus dem Haus tun. Nur in Begleitung ihrer Väter. Prozent der albanischen Erwachsenen, die Gewalt erleiden, sind Frauen. Laut Statistik werden in einigen Regionen 40-80% der albanischen Frauen von ihren Männern geschlagen. Männer sehen kein Unrecht darin, ihre Frauen zu schlagen. Wenn ich sage, du darfst sie nicht schlagen, wenn ich einem Mann sage, er dürfe seine Frau nicht schlagen, lacht er mich aus. Wie? Ich darf meine Frau nicht schlagen? Dann sagen mir die Männer, sag mal, was bist du für einer, dass du deine Frau nicht ab und zu verprügelst? Die Männer schlagen ihre Frauen, weil der Kanon es erlaubt. Sie fühlen sich losgesprochen, weil es ihr Recht ist. Eine verheiratete Frau darf ihren Mann nicht verlassen, auch wenn sie ihn nicht liebt. Sie wird ihrem Mann gegeben, aber nicht aus freier Entscheidung. Die Entscheidung wird von Erwachsenen getroffen. Es gibt aber immer mehr Frauen, die sich gegen diesen Zustand auflehnen. Wenn man Statistiken darüber anstellte, gäbe es vieles, das nachdenklich stimmen müsste. Ich spreche von Mädchen, von jungen Frauen, die in eine Ehe gezwungen werden und sich dann umbringen. Die Umgebung ignoriert das und hat gar kein Interesse daran, herauszufinden, warum sie das tun. Sie sehen es als einen unglücklichen Zufall an, dass sich ein 18-jähriges Mädchen eines Sonntags umgebracht hat. Es war eine Sache von 2 Stunden. Sie war Katechetin gewesen, hatte mit vielen Gruppen zusammengearbeitet. Einige, die sie gut kannten, sagten, dass es vorherzusehen gewesen war. Für andere kam es wie ein Schock. Ein Einzelfall? Nein. Viele solcher Fälle sind bekannt, die in den Zeitungen nie erwähnt werden. Oft sind sie das Ergebnis einer erzwungenen Heirat. Però si sa che ce ne sono molti altri di cui i giornali non parlano. È il rifiuto di un fidanzato imposto. Mein Bruder hat sich zum Beispiel nicht selbst eine Frau gesucht. Das eine oder andere Mädchen hat ihm gefallen. Aber ohne die Erlaubnis meiner Eltern konnte er sie nicht nach Hause bringen. Es wurde zwischen den Familien verhandelt. Meine Eltern waren einverstanden. Auf diese Weise wurden meine Brüder und Schwestern verheiratet.
Unser Erzbischof kam hier auf Pastoralbesuch und hat immer wieder gesagt: Töchter, Mädchen, wehrt euch gegen die Verheiratungen. Eltern, sie dürfen ihren Töchtern keine Heirat aufzwingen, die sie nicht möchten. Das ist es, was die katholische Kirche in dieser Situation tun kann. Eine Frau hat zu Hause keine Rechte, auch nicht in Bezug auf ihre Kinder. Die Familie der schwangeren Frau verlangt eine Ultraschalluntersuchung, um das Geschlecht des ungeborenen Kindes herauszufinden. Wenn das Kind ein Junge ist, ist alles okay. Wenn es aber ein Mädchen wird, sollte der Fötus entfernt werden. Das Geschlecht des Kindes zeigt sich im Ultraschall erst im 4. oder 5. Schwangerschaftsmonat. Eine Frau muss also 5 Monate abwarten, bis das Geschlecht ihres Kindes festgestellt wird. Im Fernsehen wird unverblümt für Abtreibung geworben. Ich habe Werbung in Zahnkliniken gesehen. Man kann sich dort röntgen und auch gleich eine Abtreibung vornehmen lassen. Niemand scheint sich dagegen zu wehren, zumindest nicht laut. In ihrer Unkenntnis folgen die Menschen leider allzu leichtfertig dem, was Radio und Fernsehen ihnen vorgeben. Einige Ärzte haben ihre Praxen mit Ultraschallgeräten ausgestattet, manchmal indem sie diese aus Krankenhäusern stehlen. Die Patienten müssen rund 80 US-Dollar für eine Untersuchung bezahlen. Bei unseren Nachforschungen haben wir diesen Preis mehrfach bestätigt bekommen. 80 Dollar für die Ultraschalluntersuchung. Und wenn das Kind ein Mädchen ist, verlangt der Arzt 150 US-Dollar für die Ausstellung eines Dokuments. Der Schein sagt dann aus, dass die Schwangerschaft eine Bedrohung für die Frau darstellt und aus Gesundheitsgründen eine Abtreibung vorgenommen werden müsse. Abtreibung ist heute staatlich erlaubt. In Shkoder arbeiten wir besonders mit jungen Paaren, die eine Familie gründen möchten. Wir versuchen, über Probleme zu sprechen, über Abtreibung und Gewalt in der Familie, über Familienplanung. Wir benötigen Unterstützung für diese Arbeit, denn unsere Mittel reichen einfach nicht aus. Wir wollen gerne Bücher herausgeben, zum Beispiel über natürliche Familienplanung. Es ist nicht nur für Familien wertvoll, wenn wir Informationen über Familienplanung weitergeben. Wir möchten auch gerne Kurse für Paare anbieten, aber auch dafür fehlen uns die Mittel, denn die Kursleiter müssen ja bezahlt werden. Die Kirche setzt sich nicht nur für die Frauen ein, sondern handelt auch durch sie und mit ihnen. Sie unterstützt ihre Arbeit. Es wurde ein Netzwerk von Katecheten aufgebaut. Ich beziehe mich auf eine Schule für Katechetinnen, die ich bei meiner letzten Reise nach Shkoder besucht habe. Ich war sehr beeindruckt, wie Familienmütter oder junge Frauen ihre Zeit für eine Ausbildung opfern, um dann in ihrem Dorf Religion zu unterrichten. Gerade Mütter, die viele Schwierigkeiten haben, zu überleben und die Familie zu ernähren, nehmen daran teil. Hier muss der Glaube Erwachsenen und Kindern nahegebracht werden. Das ist ein großartiges Beispiel, wie die Kirche den albanischen Frauen hilft, ihre Probleme selbst zu lösen. Die Schwierigkeiten, mit denen Frauen kämpfen müssen, Gewalt in der Familie, Abtreibung, erzwungene Heirat und Ausbeutung, werden auf internationaler Ebene immer stärker wahrgenommen.
Vor kurzem hat Papst Johannes Paul II. Die Familienprobleme in Albanien angesprochen, insbesondere die Ausbeutung junger Frauen. Er rief die Frauen und Männer in Albanien auf, gemeinsam an der Heilung der Familie mitzuarbeiten. Johannes Paul II. Sprach die Probleme bei seinem letzten Treffen mit den albanischen Bischöfen ausdrücklich an. Er bat die Bischöfe, die Familien moralisch und materiell zu unterstützen, um Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen zu beenden. Die Liste der Familienprobleme ist nicht auf Gewalt beschränkt. Ein wichtiges Problem ist auch die Prostitution, die unter jungen albanischen Frauen weit verbreitet ist. Was die Prostitution betrifft, sind die Zahlen höchst alarmierend. In Europa leben mehr als 30.000 Prostituierte aus Albanien. Das sind 10-20% der jungen Albanerinnen. Sie werden nicht nur durch Werbung in Discos und Bars, sondern sogar in Schulen geworben. Durch eine scheinbar seriöse Stelle werden sie nach Westeuropa gelockt, beispielsweise als Model oder Haushaltshilfe. Sie kommen aber stattdessen in Sklavenlager in Albanien. Dabei sollten wir bedenken, dass das dritte Jahrtausend angebrochen ist. Die Frauen werden dorthin gebracht, werden geschlagen und systematisch vergewaltigt. Wenn sie völlig demoralisiert sind, werden sie in die europäischen Großstädte gebracht. Man vermutet, dass die Hälfte der Prostituierten in Brüssel aus Albanien stammt. Es gibt regelrechte Märkte. Beispielsweise gibt es einen solchen Markt in Bosnien, den berüchtigten Arizona-Markt. Einen weiteren gibt es in Mailand. Er ist etwas unauffälliger, aber das in Westeuropa. Albanien steht zwischen den Stühlen, zwischen dem Kanon von gestern und den Erwartungen des 21. Jahrhunderts, zwischen Kommunismus und der Bewerbung um die Aufnahme in die Europäische Union. Die katholische Kirche ist eine der wenigen, wenn nicht die einzige Struktur, die versucht, zwischen diesen beiden Welten zu vermitteln und sich für die Würde der menschlichen Person und für die albanische Kultur einsetzt.